Ja, hallo Matthias, freut mich, dass wir heute zusammensitzen, um uns da ein bisschen auszutauschen im Erfahrungs- und unseren Erfahrungswerten. Wir haben ja beide unter einer sozialen Phobie gelitten. Wie waren Ja. deine Erfahrungen damit und wie hat die Angst dein Leben beeinflusst? Erstmal danke, Rudi, dass ich hier sein darf. Ja, das ist mir eine Ehre, heute an einem schönen Sonntag mit dir hier sprechen zu dürfen über ein Thema, was sehr, sehr viele interessiert und auch sehr, sehr viele in sich tragen, worüber wir aber nicht tagtäglich sprechen. Und ja, danke erstmal, dass ich hier sein darf. Genau. Gerne. Also, um zu deiner Frage zurückzukommen, wie war das, warum hatte ich eine soziale Phobie oder wie hat sich die bei mir bemerkbar gemacht? Und zwar war das so, ich wurde damals seit meiner Grundschulzeit gemobbt. Ja? Das war so, dass ich von, ja, ich bin mit 5 eingeschult worden und dann hieß es schon von meinem jungen Alter an schon Fruchtzwerg. Ja, ich war nicht immer der Größte, muss ich sagen, bin ich immer noch nicht, ja. Also das Und hat wirklich in der Schule angefangen, nach der in der einen Schule. Grundschule hat es angefangen. Boah. Ich kenne sogar noch die Person mit Namen, ja, aber die möchte ich Okay. jetzt nicht unbedingt hier nennen. Und das hat damals schon angefangen, dass ich mir sowas anhören musste. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man noch klein ist und jung ist, dann ist man natürlich sensibler. Ja, man ist empfänglicher für sowas und man nimmt sich das sehr zu Herzen. Und das ging dann so weit, dass ich ja durch Leute in meiner Umgebung, durch gute Freunde auch dementsprechend nicht so behandelt wurde, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also einfach, ja, wie es halt Kinder machen, einfach, ja, ich wurde halt unterm Strich einfach gehänselt, kritisiert. Wenn ich mal einen Witz gemacht habe, dann hieß es, hey, brauchst hier jetzt nicht anfangen, Witze zu machen, lustig sein kannst du auch nicht. Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und es ging halt bis zu meiner Ausbildung. Also maximal waren es 11 bis 12 Jahre, wurde ich gemobbt. Und in der Zeit ist halt eine soziale Phobie entstanden. Ich habe gemerkt, wie ich mich selber komplett zurückziehe, wie ich Angst gekriegt habe, mit fremden Menschen in Kontakt zu treten. Ja, ich hatte sogar Angst davor, ein Telefonat zu führen, weil ich mir dachte, wenn du irgendwas falsch aussprichst, wirst du wieder kritisiert. Ja, und dann habe ich immer meine Mutter telefonieren lassen. Ich habe alles probiert, sozusagen outzusourcen. Ja, ich habe damals schon alles an Aufgaben weitergegeben, weil ich Angst davor hatte. Ja, Echt ich habe krass. mich komplett blockiert gefühlt und ich habe mich nur noch zurückgezogen und habe tagtäglich geweint. Das hat nicht jeder mitgekriegt. Das war aber so. Und nach außen hin habe ich natürlich es nicht zeigen wollen. Ja. Nach außen hin habe ich mir gedacht, gut, zeigt, dass alles gut ist, aber innerlich, ja, ging es mir gar nicht gut. Innerlich habe ich mich sehr, sehr schlecht gefühlt und war so wie, wenn du so möchtest, wie in einem dunklen Zimmer und ja, wollte eigentlich nicht mehr so leben. Ja, es waren viele, viele schlechte Gefühle, die ich damals in mir hatte und ja, so kam die soziale Phobie zustande, also durch das ganze Mobbing. Ja, ich glaube, das war ein gutes Stichwort, eben die alle Aufgaben an andere Menschen abzugeben, weil du einfach glaubst, dass du da kritisiert wirst, dass du abgelehnt wirst, was auch immer. Das war bei mir Genau. nicht viel anders, wo ich dann, keine Ahnung, kannst du mal dort fragen, ob du ein Glas Wasser haben kannst oder so. Oh Gott, kannst nicht du gehen. Das Genau. waren so die typischen Beispiele. Ja, da merkst du schon, genau, an so Kleinigkeiten hat es schon angefangen. Ja. Sprich, zum Beispiel, kann ich mich damals noch erinnern, ich habe mich mit einem Mitschüler verstritten. Ja, weil er mich sehr stark gemobbt hat. Und ich konnte dann selber mich gar nicht wehren. Dann habe ich halt meine Mutter gerufen und die ist dann zum Rektor gegangen, zur Lehrerin. Und also ich habe wirklich, wie du schon sagst, alles probiert, an andere weiterzugeben, weil ich Angst davor hatte, Kritik zu empfangen oder Kritik zu kriegen, ja. Ich hatte Angst vor der Ablehnung, weil ich sehr, sehr viel abgelehnt wurde, ja. Ja, und als Kind nimmt man das natürlich als bare Münze, weil noch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten da sind. Da glaubst du, es gibt tatsächlich einen Grund dafür, dass das jetzt nicht alle Menschen dich ablehnen, das
merkst du eigentlich nichts, zu dem Zeitpunkt nicht. Und das wird dann gar nicht. Zu deiner gar nicht. Neuen Wahrheit, ja, im Prinzip. Richtig, richtig. Zu Hause war alles super, nur außerhalb von meinem Zuhause hat sich gefühlt alles für mich gegen mich gewendet gehabt, ja. War nicht so, ja. Ich hatte eine gute Lehrerin, die mich gemocht hat und. Aber es war die Relation, die hat man halt sehr stark so gesehen, dass alle gegen dich sind. Ja, in der Relation gesehen, waren mehr gegen mich wie für mich. Mhm. Und wie du schon sagst, als Kleinkind bist du dafür natürlich, ja, da siehst du eher das Schlechte als das Gute natürlich auch, ne? So ist es, ja. Ja. Also sind wir alle gestrickt, aber das Problem ist, wenn du dann schon viel schlechte Erfahrungen hinter dir hast, dann häuft sich das auf. Ja, auf jeden Fall, ja. So, ich habe gerade festgestellt, das Thema haben wir natürlich wieder übersprungen. Ja, bestimmt. Kommt bei mir sehr oft vor, ja. Okay. Ich habe mir die Fragen, Leute, das müsst ihr wissen, er hat mir die Fragen geschickt, aber ich habe sie mir nicht ich habe sie nicht gelesen. Ja, auch interessant. Ich habe sie mir schicken lassen, aber nicht gelesen. Ja, macht nichts. Holen wir die Vorstellungsrunde nach. Du bist Matthias Hanna. Erzähl ein bisschen was über dich, deine Geschichte, Alter, Beruf, Familie. Sehr gerne, sehr gerne. Also, Matthias Hanna heiße ich, bin 26 Jahre jung, komme ursprünglich aus der Finanzdienstleistung, war eine lange Zeit da selbstständig. Das habe ich damals parallel zur Bundeswehr gemacht. Ich war 4 Jahre lang in der Bundeswehr, war da 2-mal im Ausland, habe viele positive wie auch negative Sachen sehen dürfen. Und wohne hier in Winnenden. Vielleicht kennt es der eine oder andere, ist bei Stuttgart. Ja, ist jetzt nicht die positiv bekannteste Stadt Deutschlands. Hier war leider schon mal ein Amoklauf. Und auf jeden Fall das zu meiner Persönlichkeit. Aktuell, was mache ich aktuell? Ich bin aktuell noch hauptberuflich Filialleiter in einem kleinen Handyladen. Coache nebenbei aber noch Leute und halte Firmenvorträge, bald auch hauptberuflich als Selbstständiger. Und ja, das ist so das, was ich aktuell mache. Ich liebe es, vielleicht merkt es der eine oder andere, ich liebe es zu sprechen. Damals habe ich es jahrzehntelang oder über ein Jahrzehnt nicht gemacht. Ja, und das hole ich jetzt alles nach. Deswegen Coachings und Vorträge, ja. Vor allem Vorträge, Firmenvorträge. Spitze, das habe ich ja selbst noch nicht alles gewusst. Wir haben uns das zwar kennengelernt über den Gastbeitrag zum Thema Ablehnungsangst, den du für meinen Blog sozialefreiheit.de geschrieben hast. Wir haben uns ja schon viel ausgetauscht, aber es sind jetzt doch viele neue Sachen für mich dabei. Und ich glaube, das interessiert auch sehr viele Leute, die dich ja auch schon länger kennen und verfolgen natürlich. Das würde mich freuen, ja. Was ist die Angst vor der Ablehnung jetzt für dich selber eigentlich? Was bedeutet das für dich? Was steckt für dich dahinter? Danke erstmal für die Frage. Ich liebe es, wenn Menschen solche Fragen stellen, die ein bisschen intrinsischer sind, die ein bisschen nicht so oberflächlich sind. Ja? Du musst wissen, ich war früher jemand, wenn ich kurz vorrudern darf. Sehr gerne. Ich war früher jemand, Rudi. Ich habe sehr, sehr oberflächlich gelebt. Ja, das heißt, ich war in der Finanzdienstleistung, habe da nur auf Oberflächlichkeiten Wert gelegt, das heißt auf Geld und Materielles, was fahre ich für ein Auto, welche Uhr trage ich, was für einen Anzug habe ich an. Und ich habe damals das gemacht, weil ich dachte, wenn du dein Inneres verrätst, ja, dann sieht dich ja jeder als eine schwache Person an. Ja? Und nur irgendwann habe ich gemerkt, dass das Oberflächliche mich gar nicht mehr reizt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass so das Geld und das Auto und die Uhr und all der Kram, was halt dazugehört, plötzlich mich gar nicht mehr erfüllt. Ja? Und ich bin dann damals von einem Tag auf den anderen habe ich aufgehört in der Finanzdienstleistung. Du musst wissen, ich habe über 120 Vertriebspartner damals aufbauen können im Finanzvertrieb. Also ich habe wirklich sehr, sehr gut verdient, aber ich habe mich innerlich nicht erfüllt gefühlt. Und ich dachte mir, was kann das sein? Warum? Du hast doch alles. Warum fühlst du dich schlecht? Und dann habe ich angefangen, so
erstmal mehr Fragen zu stellen. Ja, ich habe ein Buch gelesen damals, das hat fast wirklich mein Leben verändert. Tony Robbins, das Power-Prinzip, vielleicht kennst du es bestimmt, ja? Ja, ich habe es leider nicht komplett geschafft, aber es steht noch auf meiner Liste, die ich unbedingt durcharbeiten möchte, ja. Kann ich dir wirklich nur empfehlen, kann ich jedem nur empfehlen, für denjenigen, der wirklich wissen will, was ist mein Lebenssinn, warum lebe ich überhaupt, was ist der Grund, ja? Und du musst wissen, wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ich habe über ein Jahr lang überlegt, warum fühle ich mich nicht so gut, wie ich es eigentlich ja möchte? Warum bin ich eigentlich nicht erfüllt, obwohl ich eigentlich alles ja habe? Und ich habe dann gemerkt damals, oder das ist jetzt seit 4-5 Monaten erst, habe ich gemerkt, dass mich die Angst vor der Ablehnung anderer komplett blockiert und gehemmt hat. Ja? Und dass das ein Thema ist, was eigentlich meine Lebensgeschichte repräsentiert. Also ich habe gemerkt, ich wurde ja über ein Jahrzehnt abgelehnt. Ja? Und ich habe mir gedacht, okay, warum mache ich hier eigentlich solche Challenges? Ja? Vielleicht kennt der eine oder andere meinen YouTube-Kanal. Ich habe mir gedacht, warum mache ich eigentlich solche Challenges, dass ich mich mitten in der Königstraße bei uns in Stuttgart auf den Boden lege? Oder warum mache ich so Sachen wie, ich singe mitten in der Stadt hier peinliche Lieder wie SpongeBob-Songs und so weiter. Warum mache ich das eigentlich? Ich habe mich gefragt, was ist der eigentliche Grund? Möchte ich mein Ego damit pushen oder möchte ich wirklich was mir innerlich mitteilen? Und ich habe gemerkt, Rudi, ich wollte schon immer aus diesem inneren Gefängnis ausbrechen. Ja? Und dementsprechend, deswegen habe ich dann die Videos gemacht. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, Ablehnung hieß für mich, von anderen Leuten, ja, in Schach gehalten zu werden. Also, zum Beispiel, du möchtest in die Disco, du gehst in die Disco, du möchtest voll abdancen, ja, aber du machst es nicht, weil du dir denkst, was denkt der ein oder andere, wenn ich jetzt hier Vollgas gehe? Ja, das ist schon eine Angst vor der Ablehnung. Was sagt der andere, wenn ich jetzt einen Witz mache, der gar nicht lustig ist? Ja, kann ich ihn aussprechen oder behalte ich ihn für mich? Ja, das ist alles Angst vor Ablehnung. Also es fängt bei kleinen Sachen an und hört bei wirklich großen Sachen auf. Und ich habe halt gemerkt, ich möchte der Menschheit die Angst vor der Ablehnung nehmen. Es wird nicht bei jedem klappen, natürlich, aber ich möchte als gutes Vorbild vorangehen und die verrücktesten Sachen machen, um den Leuten zu zeigen, du brauchst keine Angst zu haben vor dem, was du dir vornimmst. Du möchtest einen Blogbeitrag schreiben, vielleicht kennst du es, Rudi, du möchtest einen Blogbeitrag schreiben und du denkst dir, kann ich den eigentlich so stehen lassen oder muss ich das nochmal umändern, das Ganze? Damit es für den einen oder anderen passt. Ja? Aber wenn du diese Wurzel, diese Angst vor der Ablehnung wirklich überwindest, ja, dann ist dir das auf gut Deutsch, ich muss leider so aussprechen, scheißegal, du schreibst deinen Blogbeitrag, so wie er dir gefällt, so wie es dein Herz möchte und dann postest du das Ganze. Genau, so ist es, ja, weil so, du kannst es letztlich nie allen recht machen, wenn ich versuche, den Beitrag für einen anzupassen, damit er sagt, ja, das finde ich toll, dann gibt es zwei andere, denen es ja nicht gefällt. Das ist völlig egal. Du wirst es nicht schaffen, alle Erfordernisse oder alle Anforderungen zu erfüllen. Und genau. Gibt es nur eins, aufs eigene Herz zu hören und zu schauen, was ist die Botschaft, die du transportieren willst. So sieht's aus. Also die Wurzel allen Übels, wenn man so möchte, ist die Angst vor der Ablehnung. Ja, und wenn man die nicht überwindet, dann traut man sich halt gewisse Sachen nicht zu machen und dann nimmt man halt diese Sachen mit in den Grab und denkt sich im nächsten Leben, Mann, wenn es ein nächstes Leben geben sollte, ja, warum habe ich das damals nicht gemacht? Warum habe ich das Buch nicht geschrieben? Was hat mich blockiert? Ja. Haben mich meine Verwandten, haben mich meine Freunde blockiert oder die ganze Umwelt? Was hat mich dazu gebracht, das nicht zu machen, was ich mir eigentlich im Herzen vorgenommen hatte? Ja? Und das ist ein Riesenthema und es ist auch natürlich ein Thema, was nicht täglich für jeden aktiv bewusst ist. Ja?
aber was uns alle beschäftigt, ja, was uns alle ab und zu blockiert. Und ich möchte einfach über dieses Thema, weil es bei mir sehr, sehr präsent war und aktuell immer noch bei gewissen Situationen präsent ist, möchte ich über dieses Thema aufklären und auch als gutes Vorbild natürlich fungieren, ja. Habe ich so ein Stück weit die Frage beantwortet? Ich hoffe, ja. Ja, doch, mehr als das. Ich verfolge ja deine 100-Tage-Ablehnungsreise auch und ich finde ja die Aufgaben, die du dort löst, finde ich ja absolut genial. Und ich glaube durchaus, dass es viele Menschen gibt, die davon auch abgeschreckt werden. Aber es zeigt auf alle Fälle auch, was alles möglich ist und was ich tun kann, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Weil das Schlimme ist ja, dass die Gedanken im Kopf, die sich in den Köpfen der Leute festgesetzt haben, dass sie ja von den Gedanken zurückgehalten werden, letztlich überhaupt irgendwas zu tun. Und du tust es einfach. Und dann genau, man, auch wenn es schwer ist. Es ist natürlich eine Überwindung, immer wieder mal, das ist klar, aber über genau diesen Prozess lernt man. Und ich sage, jeder, der einen Schritt wagen möchte, muss das jetzt nicht unbedingt eins zu eins nachmachen, sondern es kann einfach ein kleines Hindernis aussuchen, auch das für ihn persönlich schwer ist. Ja. Und ich sage, das findet jeder in seinem Alltag wieder, was er jetzt lieber nicht machen würde, was er zwar weiß, dass er schaffen könnte, aber lieber nicht machen würde. Und in dem Fall einfach einmal überwinden und es ausprobieren. So sieht's aus. Wenn ich was dazu sagen darf, zu der 100-Tage-Ablehnungsreise. Ich habe damals ein Interview gekriegt oder geführt mit einer Zeitungsverlegerin bei mir in Winnenden. Und ich war bis damals noch unklar gewesen, was ist eigentlich die Nische, die ich besetzen möchte. Was ist eigentlich das, wogegen ich kämpfe? Ja? Ich habe früher immer gedacht, okay, ich kämpfe gegen die ganze Angst oder ich möchte jedem die Angst erklären. Ja, aber die Angst ist ja sehr, sehr vielseitig. Ja, der eine hat Angst vor einer Schlange, der eine hat Angst vor Mitmenschen, der eine hat Angst vor einer gewissen Höhe. Und ich dachte mir damals so, okay, was ist meine Nische? Was ist eigentlich das, worauf ich mich konzentrieren möchte? Und dann hat mir eine Dame, wie gesagt, eine Zeitungsverlegerin, hat mir den Tipp gegeben. Und sie hat mir dann gesagt, das, was du machst, ist eigentlich die Angst vor der Ablehnung anderer. Die Angst davor, was denkt der andere über mich oder was sagt der andere über mich, wenn ich jetzt das und jenes tue. Und so bin ich dann auf dieses Thema gekommen, 100 Tage Ablehnungsreise. Ich dachte mir, ich mache mal die verrücktesten Sachen überhaupt, ja, um mir erstmal zu zeigen, dass alles möglich ist und dass du nicht immer abgelehnt wirst, sondern meistens dich selber schon im Vorfeld ablehnst, ja, und um der Menschheit zu zeigen, schau mal, was eigentlich alles machbar ist, ohne dass du abgelehnt wirst. Ja? Also um es auf den Punkt zu bringen, wir bringen uns selber oder wir lehnen uns zu 99% meistens selber ab, bevor wir überhaupt irgendwie in die Situation reingehen. Ja? Das ist leider auch eine Erkenntnis. Traurige Wahrheit, ja. Leider, ja. Manchmal, es gibt sehr oft, ich kann ein Beispiel geben, und zwar bin ich zur Polizei gegangen in Köln und ich war mit einem Kumpel und der hat gesagt, gut, das kriegst du nicht hin. Ich habe mir gedacht, gut, was ich machen möchte, ich möchte mal mit der Polizei Finger catchen. Vielleicht kennt es der ein oder andere, Finger catchen spielen. Und er hat gemeint, das wird nicht klappen, lass es. Und ich dachte mir, gut, ich gehe einfach mal hin, fange ein Gespräch an und erwarte dann, dass ich Finger catchen mit denen spielen darf. Und ob man es glaubt oder nicht, es hat geklappt. Ich habe mit der Polizei Fingercatchen gespielt. Ja, der Herr war, ich glaube, Georg hieß er. Ich habe dann sogar meine Nummer mit ihm ausgetauscht. Und er schickt mir täglich Videos. Wir verstehen uns mittlerweile sehr gut. Und ich bin jetzt mit einem Polizisten befreundet, den ich vorher nicht kannte. Und ich habe ein Video, wo ich mit der Polizei Fingercatchen spiele. Ja? Wie cool ist das denn? Ja? Einfach mal fragen und solche Sachen erhalten, ja, solche Sachen, die manchmal nicht unbedingt den größten Sinn ergeben, die aber einfach dir eine Erkenntnis geben, dass alles machbar ist. Die Polizei ist sind ja auch nur Menschen, ja. Richtig, ja. Das ja. Ist aus der Komfortzone raus. Auch, voll. Auch wenn das jetzt alles nur Übungen sind, das ist ja letztlich
findet ja alles Anwendungsfälle im täglichen Alltag, im praktischen Alltag. Weil du bei Dingen, die plötzlich für dein Leben wichtig werden, nicht mehr sagst, das geht doch gar nicht, sondern du weißt es, du hast schon ähnliche Dinge gemacht und das wird zu 99,9% funktionieren. So sieht's aus, so sieht's aus. Wenn du schon Sachen gemacht hast, die verrückt sind, ja, dann kannst du Sachen machen, die jetzt in deiner Norm sind eigentlich, da traust du dich natürlich noch eher, weil du mental sehr, sehr stark aufgestellt bist, ja. Du hast schon Sachen gemacht, die verrückt waren, wo du Angst hattest mitten im Moment. Und dann denkst du dir, wenn ich das gemacht habe, wenn ich schon auf der Bühne gesprochen habe vor vielen Menschen, dann kann ich doch jetzt wohl, weiß ich nicht, ja, die Frau ansprechen, die gerade hier vorbeiläuft und die mir eventuell auch gefällt, ja. Genau so ist es, ja. Wie geht es dir heute mit dem ganzen Thema? Also heute muss ich sagen, ich habe noch nie so eine innere Freiheit gefühlt. Ich war noch nie so klar. Früher war ich sehr, sehr unklar in meinen Gefühlen, sehr, sehr unklar in meinem Denken. Vielleicht hört es der eine oder andere raus. Ich habe für alles mittlerweile wirklich eine sehr, sehr gute Antwort, weil ich mich halt maximal gut kenne. Ja? Ich kenne mich so gut, dass ich mittlerweile ja alles über mich, sage ich mal, weiß. Und dementsprechend geht es mir auch innerlich, und darauf kommt es an, Leute, es geht mir innerlich sehr, sehr gut. Ja? Es gibt Menschen, die sind mit ihren Freunden, da ist alles von außen gesehen, alles tippitoppi. Aber innerlich geht es denen gar nicht so gut, wie es nach außen hin aussieht. Ja? Und mir geht es innerlich, aktuell, Rudi, danke für die Frage nochmal, innerlich sehr, sehr gut. Und ja, ich fühle mich sehr, sehr frei. Ich traue mich, in sehr viele Situationen reinzugehen. Manchmal muss ich mich zwingen, immer noch. Aber alles in allem fühle ich mich ja extrem positiv, extrem ja wie neu geboren, ja, wenn man es vergleicht zu den letzten Jahrzehnten. Ja. Spitze. Ja. Bisschen zurück zum Thema soziale Phobie, Ängste, Ablehnungsangst. Wie ist das? Wie siehst du die Möglichkeit, dass einem anderen Menschen bei dem Thema helfen? Also jetzt mal konkret eigene Familie oder Freunde und Bekannte. Das Erste, was wichtig ist, wenn jemand Hilfe bedarf, meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, genau. Also du merkst einfach, jemand ist da, hat Probleme, benötigt Hilfe. Mhm. Erstmal, was ich gemerkt habe, ist, ich habe früher sehr, sehr gerne Ratschläge gegeben. Das habe ich damals aus dem Vertrieb gelernt, als ich selbstständig war. Ich habe sehr gerne Ratschläge gegeben. Nur, ich habe mal gehört, der härteste Schlag, den du einem geben kannst, ist ein Ratschlag. Ja? Deswegen kommt auch das Wort Schlag drin vor, ja, genau. Genau, richtig. Und ich bin dir ehrlich, Rudi, ich habe früher sehr viel missioniert, ja. Und ich wollte jeden dazu bringen, innerlich frei zu werden, ja. Und bin immer noch gerade dabei ab und zu. Aber du kannst nicht jedem helfen. Und jeder will auch nicht, dass du ihm hilfst. Aber zu deiner Frage, wenn jemand kommt und mich aktiv darum bittet oder mich fragt, hey, was kann ich dagegen tun? Letztens hat mich jemand gefragt, wie kann ich vor meiner Gruppe sprechen, ohne irgendwie Angst zu haben, was denkt der ein oder andere? Ja? Und da helfe ich dann mit Fragen, da helfe ich dann mit gewissen Erkenntnissen, die ich selber gemacht habe, um dieser Person dann maximal halt Mut zuzusprechen. Aber alles in allem, den Nummer 1 Tipp, den ich eigentlich jedem mitgebe, ist, mach es einfach. Und so hart es im ersten Moment klingt, natürlich kann ich das Ganze umschmücken, gar keine Frage, da habe ich genug Wissen mir die letzten Jahre angesammelt, aber der Nummer 1 Grund, den ich jedem mitgebe, ist, tu's und schau im Nachhinein, wirst du merken, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du es dir vorgestellt hast. Ja? Du stellst dir die Ablehnung sehr, sehr schwer vor, aber du wirst merken, dass du danach noch lebendig bist. Dein Kopf wird noch vorhanden sein, deine Arme, deine Beine. Ja? Du wirst noch sprechen können.
du wirst noch lachen können. Vielleicht nicht im ersten Moment, je nachdem, wie hart die Ablehnung war, aber du wirst danach noch lebendig sein. Und das ist der Nummer 1 Tipp, ja. Mach es und du wirst merken, du wirst danach nicht tot sein, ja. Also, wenn mal einer wirklich mich fragt, natürlich Coaching-Kunden, die nehme ich dann 8 Wochen an die Hand, ja, da machen wir dann jede Woche 1 Stunde intensiv ein Calling, wo ich auf die Situation von der Person eingehe und natürlich nicht nur auf die Angst vor der Ablehnung angehe, sondern auch das ganze allgemeine Thema anspreche. Was ist die Komfortzone? Warum musst du die Komfortzone verlassen? Wie kannst du sie verlassen? Wie kannst du Step by Step mit einer Strategie über die 8 Wochen lang da eine Gewohnheit erzeugen und. Also sehr, sehr großes Thema, ja. Mhm. Aber mein Nummer-1-Tipp ist, mach es und merke, dass es gar nicht so schwer ist, wie du dir denkst. So helfe ich dann den Leuten, die mal kurz auf die Schnelle eine Antwort wollen. Ah, okay. Das heißt aber dann auch gleichzeitig jetzt, um nochmal zur Frage zu kommen, weil da habe ich ja auch darauf abgezielt jetzt, wie ist das mit den Leuten im Umfeld, also eben der eigenen Familie oder dem Freundeskreis, aber das hast du eigentlich beantwortet zwischen den Zeilen, nämlich einfach nicht alles abnehmen, sondern die Leute dann wirklich machen lassen. Derjenige, der ein Problem hat, muss selbst was tun. Genau, ich kann ihm Tipps, völlig richtig, ich kann ihm Tipps und Tricks geben, ich verweise ihn zu meinen Videos, ich kann ihm sogar anbieten in gewisse Situationen und ich bin jemand, ich liebe es vorzumachen, also ich bin kein Mensch, der sagt, okay, mach jetzt das und das, nein, hey, komm, ich zeig dir, wie ich es tue, auch wenn es gar nicht mein Feld ist, mein Geschäftsfeld oder wie auch immer, ja, ich mach dann gern vor, damit die Person sieht, wow, okay, das ist zwar nicht, ja, gerade sein Thema so zu 100% in die Situation müsste er jetzt eigentlich gar nicht gehen, aber er macht es vor und wenn er es kann, obwohl er da gar keine Veränderung drin haben möchte, dann mache ich es natürlich erst recht, ja. Also bei gewissen Personen mache ich natürlich sehr, sehr gern vieles vor, aber wie schon gesagt, Rudi, Verwandte, Freunde und so weiter, muss ich gestehen, viele finden das verrückt und viele verstehen auch gar nicht, was ich mache. Ja, du musst ja erstmal ein Bewusstsein kriegen, ein Bewusstsein erzeugen, um überhaupt aus einer Challenge, die ich mache, ein Learning selber rauszukriegen. Ja, du musst ja auch manchmal ein tiefgründig denkender Mensch sein, um zu verstehen, warum legt er sich auf den Boden mitten in der Königstraße, wo hunderte von Leuten an ihm vorbeilaufen. Ja, da gibt es so viele Learnings, ja, aber da musst du halt auch mal mitdenken, warum macht er das? Was könnte der Grund sein? Nicht nur sagen, ah ja, das ist ein Verrückter, der legt sich auf den Boden. Nein, frag dich mal, was könnte er in dem Moment verspüren und was könnte er in dem Moment bezwecken für sich selber? Ja, und was könnte ich mir daraus ziehen? Aber man muss auch nicht immer alles verstehen, weil ich habe auch die wahnwitzigsten Dinge durchgeführt im Laufe der letzten Jahre. Und ich muss zugeben, ich habe die Übungen auch wieder von anderen Leuten bekommen. Und man muss sie nicht immer verstehen, man muss sie tun. Und erst die Erfahrung danach macht dir dann klar, warum das notwendig war. Ja, ja. Wenn du es kurz hören möchtest, Rudi, was hat es in mir bezweckt, mich auf den Boden hinzulegen und hunderten von Leuten an mir vorbeilaufen zu lassen? Auch für die Community sehr gerne. Also wir waren stehen geblieben bei der Challenge, wo ich mich mitten in die Königstraße hingelegt habe und einfach mehrere hundert Leute an mir vorbeilassen habe. Für den einen oder anderen sieht es so aus, als ob sich da halt ein Verrückter hinlegt und einfach mal sich gemütlich macht. Ist auch wirklich so, ja, ich wollte es mir einfach mal gemütlich machen, es war ein schöner, warmer, sonniger Tag, ja. Aber der eigentliche Grund, warum ich mich da mitten auf die Königstraße hingelegt habe, war folgender. Ich wusste, es werden mehrere Leute und es war wirklich Rush Hour auf dieser Königstraße, ja, mitten in der Stadt. Ich wusste, es werden sehr, sehr viele Blicke an mir vorbeiziehen. Ich habe extra bewusst meine Augen offen gelassen, ja, um mir die Leute anzuschauen, wie,
wie betrachten sie mich, wie schauen sie mich an? Lächelt der eine über das Ganze, lacht er mich aus? Kommt der eine oder andere und fragt, hey, wie geht's dir, kann ich dir helfen? Was sind die, wie gucken die anderen und was denken die anderen über mich? Und dieser Moment, wo ich auf dem Boden lag und einfach nur die Leute mir angeschaut habe, die an mir vorbeilaufen. Der eine oder andere hätte mich fast überlaufen, ja, der eine oder andere kam im Fahrrad, soweit ich noch weiß. Und du, wenn du da auf dem Boden liegst, mitten in der Königstraße, was passiert? Du rufst dir aktiv die Angst vor der Ablehnung in deinen Körper. Ja? Du wirst bewusst, dass jetzt plötzlich jemand kommen kann, dir sagen kann, was machst du da eigentlich? Bist du verrückt? Steh mal auf. Es kann auch einer kommen und, wie gerade schon gesagt, über dich drauflaufen. Alles kann passieren. Das sagt dir dein Bewusstsein. Ja? Und sprich, du begibst dich in eine ungewohnte Situation, eine unnormale Situation und rufst aktiv da dieses Gefühl von Angst in dir, in dein Körper, ja, in dein Bewusstsein. Und das war das, was ich machen wollte. Ich wollte, wenn ich über die Angst schon spreche, ja, über die Angst vor der Ablehnung anderer, dann muss ich auch diese Angst, und ich habe sie damals schon sehr gut verspürt, aber ich wollte sie wieder aktiv verspüren und den Leuten zeigen, wie kannst du aktiv die Angst verspüren, um sie überhaupt zu verstehen. Ja, du kannst nicht über ein Thema sprechen, was du nicht selber verstehst. Du kannst nicht sagen, ja, ich kann dir erzählen, wie du die und die Angst bekämpfst, aber du hast selber noch nie diese Angst verspürt. Ja, das ist unglaubwürdig, nicht, ja. Unglaubwürdig. Das sind so manche Leute, die erzählen dir Sachen, wovon sie selber gar keine Ahnung haben. Das heißt nicht, wenn du ein Buch gelesen hast, dass du jetzt plötzlich ein Buch, wo drin steht, wie kannst du Millionär werden, du bist jetzt kein Millionär. Ja? Wenn du dann Millionär geworden bist, kannst du sagen, ich habe dieses und dieses Buch gelesen und ich kann euch zeigen, hier, das sind meine Zahlen. Ich bin selber Millionär, also hört mir zu. Und ich dachte mir auch, wenn ich über das Thema Angst sprechen möchte, Angst vor der Ablehnung anderer, dann muss ich wirklich diese Angst auch öfters mal wieder verspüren können und diese Angst auch verstehen können, um auch, ja, bestens über diese Angst auch beraten zu können und auch, ja, aufklären zu können. Und das war der Grund. Und an diesem Tag habe ich wirklich eine richtig krasse Angst verspürt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ja. Hoffentlich bin ich in diesen 5 Minuten hier nicht irgendwie zertreten oder hoffentlich spricht mich bloß keiner an. Eine Dame hat mich angesprochen, ja, und die hat nur gemeint, geht's Ihnen gut? Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte nur chillen ein bisschen, ja. Spitze. Und dann ist sie vorbeigelaufen, dachte ich, ja, aber dann lass ihn halt chillen, ja. Also das war das Learning, die Angst zu verstehen, um dann dementsprechend besser mit ihr umgehen zu können auch, ja? Ja, spitze. Wie wäre es, wenn du dieselbe Aufgabe heute wiederholen würdest? Heute, heute ist es wirklich nicht mehr, keine Challenge mehr, weil mittlerweile mache ich schon so Sachen, dass ich interagiere mit Menschen. Mhm. Davor hatte ich ja mehr Angst, ja, mit Menschen interagieren. Und jetzt einfach mal jemanden fragen, ob er mir 100 Euro leihen kann, das ist schon mittlerweile die Stufe, die ich erreicht habe. Und ich werde jetzt die nächsten Challenges machen, wo ich bei fremden Menschen anklopfen werde und einfach mal nach einem Becher Zucker frage oder so ähnlich. Ja. Sowas Ähnliches habe ich ja schon gemacht. Ich habe bei Fremden geklingelt und habe gefragt, ob ich aufs WC darf. Ja, also mittlerweile genau mache ich schon mehr Sachen, wo ich mit den Menschen interagiere, wo ich mir denke, okay, da kannst du dir von den Menschen eine Ablehnung kriegen und nicht, also ich gehe aktiv in Interaktionen rein, wo es sehr wahrscheinlich manchmal meistens ist, dass ich abgelehnt werde. Und manchmal kriege ich eine Ablehnung, manchmal nicht. Im Vorfeld kannst du es nie wissen, weil eine Ablehnung ist auch wirklich eine Sache, die, ja, eine Erfahrungssache. Der ein oder andere hat zum Beispiel gar kein Problem damit, dich von A nach B zu fahren, wenn du ihn frägst. Der lehnt dich gar nicht ab, wenn du bei ihm anklopfst am Auto und sagst, kannst du mich mal gerade bitte 20 Meter weiterfahren? Und der ein oder andere wird sagen, hey,
klopf gar nicht erst an mein Auto, lass es bitte, ich möchte es nicht. Ja? Also Ablehnung ist auch von jedem, wird unterschiedlich von jedem natürlich aufgenommen und dann dementsprechend dir wiedergegeben. Ja? Also da habe ich auch die verschiedensten Sachen schon mitgekriegt. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe letztens war ich beim Lidl und da habe ich gefragt, ob ich kurz vor darf, denn ich würde gern meine Sachen bezahlen. Ja? Und dann sagen die zu mir, nein, hey, wir möchten doch auch unsere Sachen bezahlen. Was ist denn mit dir los? Ja? Geh mal wieder bitte nach hinten. Und dann dachte ich mir, gut, probier es mal bei einer anderen Schlange, ja, im Supermarkt. Und plötzlich habe ich dann dort genau den gleichen Satz wiedergebracht. Darf ich kurz vor, ich würde gern zahlen. Und da hat mich plötzlich jeder vorgelassen. Ja. Schönes habe ich alles auf Kamera, weil manchmal glaubt es mir der ein oder andere nicht. Ich nehme das natürlich alles auf, damit die Menschen sehen, jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat andere Aufnahmeprozesse, der ein oder andere lehnt dich ab in einer gewissen Situation und der ein oder andere, wo du dir denkst, der wird mich auch ablehnen, der gibt dir dann plötzlich das, was du haben möchtest. Aber das Beispiel, das du gewählt hast, finde ich genial, weil da gibt es nämlich wirklich eine Studie, dass du relativ viel Dinge erreichen kannst, sobald du eine Begründung lieferst. Ja. Und die Begründung, weil ich möchte gerne zahlen, die reicht, dass du an der Schlange auch vorkommst. Genau, genau. Ich hatte es mir reingezogen. Das war eine Studie, genau. Und ich dachte mir, das soll wirklich funktionieren. Ja, ich würde gern zahlen, lasst mich vor. Und es hat funktioniert. Hätte ich echt nicht gedacht. Ja? Also du kennst einen Punkt, der irrsinnig, total irrsinnig ist, aber es funktioniert, ja. Und wenn du sowas dann halt mal erlebst, dann denkst du dir, wow, was alles auf der Welt ist eigentlich machbar, wenn ich nur Frage und auch noch einen Grund dazu nenne, ja. Das sind geile Learnings, ja, die man wirklich da kriegt, wenn man sich diese Angst stellt. Absolut, ja. Ich war ja früher auf einem ähnlichen Trip. Ich habe mir auch ähnliche Dinge gemacht. Und da ist ein interessantes Problem entstanden. Ich habe mich nämlich so darauf konzentriert, abgelehnt zu werden, dass ich mit dem Erfolg dann nicht umgehen konnte. Okay. Also wirklich eine nette junge Frau kennengelernt und ja, gehen wir was trinken. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, interessant, ne? Auch nicht. Deswegen, da muss man dann schon irgendwann auch die Grenze ziehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine gewisse Sicherheit und ich darf auch die Dinge annehmen, wenn sie kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du wirst ja auch dadurch, dass du dich traust, wirst du ja auch selbstsicherer. Ja? So ist es, ja. Und das ist ja auch nochmal was man nicht genug von haben kann, ja? Absolut nicht. Ich treffe immer mehr Leute, die Sicherheit haben, wo du denkst, es ist gewaltig, wo er die her hat und was sie damit wirklich erreichen, stehen dann auf der Bühne vor 2000 Leuten und erzählen wirklich locker, flockig, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen. Natürlich vorbereitet. Natürlich. Nicht komplett unvorbereitet, aber trotzdem ziemlich locker. Und das ist jetzt schon etwas, wo jeder wieder lernen kann davon. Auch. Alles Training. Ich habe mir mal ein Megafon genommen und habe in der Königstraße über ein beliebiges Thema, was mir der Kameramann mitgegeben hat, das war Erfolg, Glück und noch was. Und dann habe ich mir das Megafon genommen, sodass erst recht es jeder mitkriegt und habe dann eine Minute lang frei über dieses Thema geredet. Und du merkst, alles ist eine gewisse Übungssache, ja? Alles kann man üben, alles kann man lernen, alles kann man zu einer Gewohnheit machen. Man muss nur den ersten fundamental wichtigen Schritt machen. So ist es, ja. Das bringt mich jetzt eigentlich schon langsam zum Ende. Es ist so, Menschen, die nicht mehr von den Ängsten zurückgehalten werden, die bestimmen ja ihr Leben selbst. Die sorgen nicht mehr dafür, dass andere darüber entscheiden. Finden sie das gut? Nö, ist völlig egal. Ich bestimme selbst. Und wow. Die wissen nicht nur, was sie nicht wollen, sondern auch ganz genau, was sie wollen. Und das bringt sie natürlich auch in eine andere Position, nämlich nicht nur ablehnen zu müssen, sondern
sich auch das auszusuchen, was sie dann wirklich haben wollen und wo sie dann ihre Energie investieren und den Aufwand investieren. Also richtig. Ziele sind ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen jetzt meine Frage an dich, was sind deine Ziele? Sehr gute Frage, ja. Was sind meine Ziele? In welchem Bereich genau? Nö, generell so die großen Ziele jetzt. Ich spreche jetzt wirklich von großen Zielen. Einfach, was willst du in den nächsten Jahren erreichen unbedingt? Ja, danke für die Frage. Also was ich auf jeden Fall erreichen möchte, ist, dass ich mehr Menschen über dieses Thema aufkläre. Ja, ich möchte mehr Menschen, weil das Thema ist ein Riesenthema, aber wird zu wenig drüber gesprochen, weil man es als sehr selbstverständlich sieht. Und ich sehe es als nicht selbstverständlich. Also meine Vision, meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich unter den Dachländern Deutschland, Österreich, Schweiz, hier einfach Workshops zu halten, Vorträge zu halten im großen Stil und hier einfach den Leuten maximalen Mut zu geben. Und das ist meine Vision. Ich möchte der Menschheit Mut machen, sich für ihr eigenes Leben zu begeistern und wirklich das zu machen, was sie im Herzen sich wünscht. Und ja, das sind so meine Ziele, wenn man es jetzt runterteilt. Also ich möchte mehr Vorträge halten, mehr Coachings geben, um einfach mehr Menschen zu erreichen. Das ist das, woran ich täglich arbeite und weswegen wir auch Interviews halten und, um einfach so vielen Menschen wie möglich hier zu helfen. Ja, das sehe ich als meinen Lebenssinn, weil ich aus dieser Lebensgeschichte, aus meiner Vergangenheit, ich kann die natürlich auch für mich behalten, aber ich möchte mit meiner Geschichte und mit meinem Weg Menschen inspirieren und Mut machen, sich dieser Angst, diesem Wort Nein zu stellen und wirklich in innerer Freiheit zu leben. Das ist so meine Vision, ja. Das ist so mein übergeordnetes Ziel. Das finde ich toll. Also da wünsche ich dir jetzt auch wirklich alles Gute und viel Erfolg. Erfolg kommt dann immer vom Tun auch, ja. Voll. Ohne Tun. Ich kenne sehr viele, wenn ich noch was dazu sagen darf, ich kenne sehr viele, die den ganzen Tag reden. Und es sind Mike Zick, ein guter Coaching-Freund, der sagt, es sind Verbalerotiker. Ja. Die geilen sich an dem auf, was sie sprechen. Aber schlussendlich, unterm Strich, wenn du dich nachts schlafen legst, musst du dich selber fragen, war der Tag produktiv? Habe ich das gemacht, was ich wollte, was ich mir vorgenommen hatte? Oder war das wieder nur ein Tag, wo ich einfach nur gesprochen habe und heiße Luft verbreitet habe und nichts, 0,0 erreicht habe? Das muss jeder dann für sich selbst wissen. Also dementsprechend, Leute, wenn ihr abends im Bett liegt, fragt euch selber, hat es sich gelohnt? Habe ich was getan oder habe ich nur geredet? Das Erstere, dass du was tust, ist natürlich viel, viel erfüllender. Ja? Also tun ist das A und O. Ein grandioses Schlusswort, ja. Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass sehr viele Leute da wirklich wichtige und interessante Impulse für sich mitgenommen haben. Ich hoffe doch, ja. Super, cool. Tschüss. Ciao, mach's gut, Rudi, ciao.